Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zur nächsten 10. Lesung, eigentlich das 11. Video aus der Serie Priestervergötzung und Volksgemeinschaft. Rom, kirchliche Archive plaudern aus. Interessant ist hierbei ja, dass man sich mal den Titel auf der Zunge zergehen lässt. Rom, kirchliche Archive plaudern aus. Jetzt könnte ja jeder sagen von, ah Jörg, du hast ja einfach nur was Katholik gegen Katholiken und deswegen denkst du dir irgendwelche Dinge aus und wetterst hier gegen die Katholiken. Nein, das meiste ist ja eben aus wie man so schön im Englischen sagt, out of the horse's mouth itself, also aus dem Maul des Pferdes selber oder desjenigen, der es verbreitet, von Rom selber. Ich denke, wenn wir heute die römischen Archiven mal wirklich einsehen könnten, da würden uns die Augen ausfallen, was da alles drinsteht. Und hier in diesem Fall ist es eben auch so, dass diese ganzen Lehren, die Dogmen und diese ganzen falschen Traditionen und alles drum und dran und wie der Priester anzusehen ist, was wir alles besprochen haben bis jetzt in den vorherigen Sendungen, das findet man alles dokumentiert in der römisch-katholischen Kirche selber. Also ist es gar nicht antikatholisch, sondern es deckt nur auf, was die katholische Kirche wirklich denkt und sagt und lehrt. Und es ist jetzt nicht irgendwie eine antikatholische, bigotte Lästerung oder Verschwörung, die ich hier habe und mache und deswegen diese Serie mache. Ich sage euch ganz klar, was die römisch-katholische Kirche selbst sagt. Und dann, und das ist das Schlimme, was keinem gefällt, halte ich das an die Bibel. Die Bibel sagt, wie die Dinge wirklich sind und Rom sagt, wie die Dinge nicht sind. Die Bibel sagt, wie die Dinge sein sollen, und Rom sagt, wie die Dinge nicht sein sollen und was Rom verächtet. Deswegen gehen wir natürlich hier jetzt in die Thesen aus dem Syllabus der Fehler rein. Ja? Und bevor wir in diesen Syllabus der Fehler reingehen, gehen wir nochmal auf diesen einen Satz ein, den ich letztes Mal ja schon mehrere Male angeholt hatte. Nur vielleicht haben einige Leute die Sendung nicht gesehen. Ich möchte nochmal diesen einen Satz zurücklesen. Das ist der vorletzte Satz auf Seite 71, bevor wir zur These 15 im Syllabus der Fehler kommen. Da steht, Zitat, daher braucht eine starke Regierung nur das zu tun, was der Papst als Irrtum verworfen hat, um sicher zu sein, am besten die Interessen ihres Volkes zu vertreten. Jetzt muss man den Satz wirklich gut verstehen. Wenn eine starke Regierung nur tut, was der Papst als Irrtum verworfen hat, dann heißt es ja, dass die Regierung das tut, was der Papst eben verbietet. Und dann würde sie wirklich am besten die Interessen ihres Volkes vertreten, das stimmt. Tut sie aber nicht. Von daher haben wir überall eine Regierung, ich spreche jetzt nicht nur von Deutschland, sondern in allen anderen Ländern auch, haben wir überall eine Regierung, die eben das tut, was der Papst befiehlt. Also die Irrtümer des Papstes als solche akzeptiert und in ihrer Politik dafür sorgt, dass diese Dinge durchgesetzt werden. Und daher ist der Umkehrschluss, dass sie anderenfalls am besten die Interessen ihres Volkes vertritt, eben die Interessen ihres Volkes nicht am besten vertritt. Und genau das ist ja eben auch das Gefühl, was wir oftmals von unseren Regierungen haben. Wir werden von denen gar nicht vertreten. Die spiegeln gar nicht wider, was unsere Meinung, unser Wille, unser Recht und unser Interesse ist. Und genau das ist der Punkt. Daher braucht eine starke Regierung nur zu tun, was der Papst als Irrtum verworfen hat, also gegen den Papst seine Lehren angehen. Und damit kann diese starke Regierung sicher sein, am besten die Interessen des Volkes zu vertreten. Aber der Regierung liegt nicht daran, die Interessen des Volkes zu vertreten. Der Regierung liegt nur daran, die Interessen des Gottes dieser Welt zu vertreten. Der als kleiner Mann in Rom auf dem Thron sitzt, ja, und sich Papst nennt, dem wollen sie dienen. Aber der Satz von dem Autoren, ich finde den unglaublich wichtig. Eine starke Regierung braucht nur zu tun, was der Papst als Irrtum verworfen hat. Und dann kann man sicher sein, dass diese Regierung am besten die Interessen ihres Volkes vertritt.
Ein aufmerksames Durchlesen der folgenden Zusammenstellung unter dem Gesichtspunkt der heute drängenden Zeitfragen wird die Bestätigung bringen. Wir fangen hier an mit These 15 und ich habe im Internet bereits den Link zu deren Syllabus Errorum, wie der Syllabus der Fehler auch heißt, Syllabus Errorum ist ja lateinisch, rausgesucht. Das ist aus der Catpedia-Seite. Catpedia ist die katholische Enzyklopädie, offizielle Webseite des Vatikan, also offizielle römisch-katholische Webseite mit Informationen von ihnen darauf. Da steht der Syllabus Errorum im Wortlauf drauf und das kann man sich dann raussuchen. Ich habe den Link bereits in letztes Video reingemacht. Ich werde den auch hier mit reinmachen. Dann könnt ihr das nachforschen. Und es geht also wirklich nur um, sage ich jetzt mal, minimale Details. Wenn wir uns jetzt hier die Paragraph 15 vor durchlesen, wie es im Buche steht, da steht, es steht jedem Menschen frei, jene Religion anzunehmen und zu bekennen, die er durch das Licht der Vernunft geführt für die wahre hält. Und ich bin ja auf diesen Satz bereits in der letzten Sendung ausführlich eingegangen, da muss ich nicht mehr drauf eingehen jetzt, ne? Auf der Catpedia-Seite steht unter Artikel 15, es ist jedem Menschen freigestellt, jene Religion anzunehmen und zu bekennen, die er mit dem Lichte der Vernunft als die wahre erachtet. Also ihr seht, bis auf zwei, drei Worte, die geändert sind, aber nichts am Inhalt verändern, ist das derselbe Wortlaut. Deswegen lesen wir jetzt in dem Buch die nächsten Thesen weiter. These 19 besagt, Zitat, die Kirche ist keine wahre und vollkommene, völlig freie Gesellschaft und hat keine eigenen und bleibenden von ihrem göttlichen Stifter ihr verliehenen Rechte, sondern es ist die Sache der Staatsgewalt zu bestimmen, welches die Rechte der Kirche und die Schranken seien, innerhalb deren sie eben diese Rechte ausüben könne. Und wir sehen, wie viele Fehler hier überhaupt immer auch in diesen verschiedenen Thesen drin sind, zum Beispiel dadurch, dass wir hier sehen, von ihrem göttlichen Stifter. Jesus Christus ist nicht Gott. Jesus Christus ist Gott in der römisch-katholischen Kirche. Jesus Christus ist Gott in der römisch-katholischen und anderweitigen Trinitätslehre. Aber Jesus Christus ist nicht Gott nach der Bibel. Deswegen mache ich ja die Serie, ja, sollte Gott gesagt haben, wo es ganz deutlich wird, dass Jesus nicht Gott ist. Und auch die Bibel natürlich mit jedem Wort von Genesis bis Offenbarung uns beweist, und immer wieder anholt, dass Jesus nicht Gott ist, sondern ein Mensch ist. Ja? Aber man muss eben auch diese kleinen Dinge hier mit beilesen. Die Kirche ist keine wahre und vollkommene, völlig freie Gesellschaft und hat keine eigenen und bleibenden von ihren göttlichen Stifter ihr verliehenen Rechte, sondern es ist die Sache der Staatsgewalt zu bestimmen, welches die Rechte der Kirche und die Schranken seien, innerhalb deren sie diese Rechte ausüben könne. These 20 besagt, die Kirchengewalt darf ihre Autorität nicht ohne Erlaubnis und Zustimmung der Staatsgewalt ausüben. Na, wir verstehen, jetzt ist es ein Syllabus der Fehler. Der Fehler ist, dass gesagt wird, die Kirchengewalt darf ihre Autorität nicht ohne Erlaubnis und Zustimmung der Staatsgewalt ausüben. Und die Kirche sagt, ich brauche die Staatsgewalt nicht, ich stehe über der Staatsgewalt, ich darf meine Autorität ohne Erlaubnis und Zustimmung der Staatsgewalt ausüben. Ja? Es ist manchmal merkwürdig, diese verdrehten Dinge zu lesen und richtig zu verstehen. Deswegen mache ich hier kurz die Erklärung. In These 23 steht vom Antichristenpapst Pius dem 9. 1864 veröffentlicht geschrieben, Zitat, die römischen Päpste und die allgemeinen Konzilien haben die Grenzen ihrer Gewalt überschritten, Rechte der Fürsten usurpiert und in Festsetzung der Glaubens- und Sittenlehren geirrt. Das ist halt der Syllabus der Fehler, das ist ein Fehler, aber das ist absolut richtig. Das ist eben genau das Problem. These 24. Die Kirche hat nicht die Macht, äußeren Zwang anzuwenden, noch irgendeine zeitliche, direkte oder indirekte Gewalt. These 27. Die geweihten Diener der Kirche sowie der römische Papst sind von aller Obsorge und Herrschaft über zeitliche Dinge gänzlich auszuschließen. Die Bischöfe in These 28 dürfen ohne Erlaubnis der Staatsregierung nicht einmal päpstliche Schreiben veröffentlichen.
Man denke an den kürzlich bei einer Gerichtsverhandlung aufgedeckten Briefwechsel des Bischofs von Speyer, Dr. Ludwig Sebastian, mit der römischen Kurie, fügt der Autor hier hinzu. These 30, die Immunität, also Befreiung kirchlicher Personen von gewissen öffentlichen Pflichten und Lasten, hier geht es nicht um die Immunität wie diplomatische Immunität, sondern hier geht es darüber, um andere zu anderen Aufgaben nicht herangezogen zu werden. Die Immunität der Kirche und der kirchlichen Personen hat ihren Ursprung aus dem staatlichen Rechte gehabt. These 31. Die kirchliche Gerichtsbarkeit für weltliche Zivil- und Kriminalsachen der Geistlichen ist gänzlich abzuschaffen, selbst ohne Einvernehmen und trotz Widerspruchs des Apostolischen Stuhles. These 32. Ohne irgendeine Verletzung des natürlichen Rechts und der Billigkeit kann die persönliche Befreiung der Kleriker von der Verpflichtung zur Übernahme und Ausübung des Militärdienstes abgeschafft werden. Diese Abschaffung erfordert aber der staatliche Fortschritt, besonders in einem nach einer freieren Regierungsform eingerichteten Gemeinwesen. These 37. Es dürfen der Gewalt des römischen Papstes entzogene und gänzlich von ihr losgelöste Nationalkirchen gegründet werden. Ne? Dürfen sie also nicht. Ne? Der Staat besitzt in These 39 als Ursprung und Quelle aller Rechte ein schrankenloses Recht. Es ist die Kirche, die dieses schrankenlose Recht besitzt. Deswegen ist es im Syllabus der Fehler aufgenommen, dass der Staat als Ursprung und Quelle aller Rechte ein schrankenloses Recht besitzt. Es ist nicht der Staat, es ist die Kirche. These 42. Im Konflikt der Gesetze beider Gewalten hat das weltliche Recht den Vorzug. Es ist logisch, dass der Papst das hier als Fehler moniert. Im Konflikt der Gesetze beider Gewalten, also geistliche und weltliche Gewalt, hat das weltliche Recht den Vorzug. Das ist ein Fehler in den Augen des Antichristen, wobei bei ihm ja das Geistliche über allem steht. These 43. Die weltliche Gewalt hat die Macht, feierliche Verträge, also sogenannte Konkordate, über die wir ja reichlich gesprochen haben. Die weltliche Gewalt hat die Macht, Konkordate, die über die Ausübung der zur kirchlichen Immunität gehörigen Rechte mit dem apostolischen Stuhle geschlossen worden sind, ohne dessen Einwilligung, ja sogar gegen seinen Widerspruch aufzuheben, für ungültig zu erklären und außer Kraft zu setzen. Mit anderen Worten, da dies ein Fehler ist, heißt es, wenn du einmal einen Pakt mit dem Teufel der römisch-katholischen Kirche unterzeichnet hast, dann kommst du da nicht mehr von los. So steht es hier in anderen Worten geschrieben. Ja? These 45. Die gesamte Leitung der öffentlichen Schulen, in welchen die Jugend irgendeines christlichen Staates unterrichtet wird, kann und muss der Staatsgewalt zugeteilt werden. Und zwar so, dass kein Recht irgendeiner anderen Autorität sich in die Schuldisziplin, in die Leitung der Studien, in die Verleihung der Grade und die Approbation der Lehrer zu mischen, weiter bestehe. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil da das hier ja ein Fehler ist, heißt es, dass die Kirche eben genau all diese Dinge tut. Das heißt, die Kirche hat die Leitung aller öffentlichen Schulen, in welcher der Jugend irgendeines katholischen, verändere ich das jetzt mal, Staates unterrichtet werden kann. Und die Kirche muss, diese gesamte Leitung der öffentlichen Schulen muss der Kirche zugeteilt werden. Und zwar so, dass kein Recht irgendeiner anderen Autorität sich in die Schuldisziplin, in die Leitung der Studien, in die Verleihung der Grade und die Approbation der Lehrer zu mischen, weiter bestehe. Habt ihr verstanden jetzt, wie ich das umgedreht habe? Ne? Das ist das, was die Kirche fordert. Das ist das, was übrigens auch die Welt heutzutage widerspiegelt. Die Kirche ist der absolute Herr über das Curriculum, also über die Lehrpläne in unseren Schulen. Und zwar von der Grundschule bis zur absoluten Elite-Universität. Die Jesuiten sind ja so tolle Lehrer. Ne? Das hat ihnen ja damals schon immer so viel gebracht. Also es ist wirklich mal interessant, sich diese Fehler durchzulesen.
Und was man vielleicht mal machen sollte, so als kleiner Einschub mal eben, man sollte vielleicht mal, wenn man mit einem Katholiken spricht, sollte man ihn vielleicht mal darauf hinweisen, ob er den Syllabus der Fehler kennt. Und wenn er sagt, ja, dann sollte man ihn vielleicht mal fragen, was hältst du denn zum Beispiel von These 45? Dass der Staat eben nichts zur Organisation der öffentlichen Schulen beizutragen hat, dass der Staat keine Gewalt über die Schulen hat, dass er keine Autorität hat über die Schuldisziplin, dass er keine Autorität hat über die Leitung der Studien, also der Fächer, der Studienfächer, dass er keine Autorität hat über die Verleihung der Grade und die Approbation der Lehrer und dass er auch nicht die Schulbücher selbst erstellen darf, der Staat. Was hältst du denn davon? Ich kann euch garantieren, die meisten Katholiken werden aus dem Himmel fallen, aus allen Wolken fallen und werden sagen, ja, wieso, aber das macht der Staat doch, das sind doch staatliche Schulen, sondern keine kirchlichen Schulen. Und sie verstehen überhaupt nicht, dass wir durch den Konkordat oder durch das Konkordat in Deutschland und in anderen Ländern, wo die Konkordate gültig sind, der römisch-katholischen Kirche all diese Handlungsfreiheiten auf einem Silbertablett überschrieben haben. Das wissen die meisten Katholiken nicht. Und gerade dieser Syllabus der Fehler, sucht euch da einen raus, den ihr ganz besonders wichtig findet, den ihr ganz besonders toll diskutieren könnt, auch mit fremden Leuten. Sucht euch den mal raus und konfrontiert die Menschen damit. Sorgt dafür, dass ihr die richtigen Termen gebraucht, dass ihr die richtigen Suchtermen gebraucht habt. Sorgt dafür, dass ihr die eventuell Internetadresse oder dass ihr es gedruckt habt oder was auch immer, dass ihr den Leuten das schwarz auf weiß zeigen könnt. Und konfrontiert die da mal mit. Der Syllabus der Fehler hat viele Thesen. Martin Luther hatte 95 Thesen angenagelt, die sind etwas weniger, aber auch nicht viel weniger. Müsste mal eben gucken in dem Online-Papier, wie viele Thesen sind das denn jetzt hier überhaupt. Wenn ich hier runter scrolle, komme ich auf 80. Ja? 80 Thesen, das sind also 15 weniger, die Martin Luther jetzt hier hatte. Aber ich will das hier jetzt auch gar nicht mit Martin Luthers Thesen vergleichen. Ich will nur mal sagen, wenn man sich das mal durchliest und man kann sich vielleicht in zwei, drei Punkten ein wenig spezialisieren und man kommt regelmäßig in Gespräch mit katholischen Menschen, dann kann man diesen katholischen Menschen ja mal auf die Richtung bringen zu diesem Gespräch und kann die mal fragen von, was hältst du denn vom Syllabus der Fehler? Und der Punkt ist doch, wenn ich das mache und wenn ich den Menschen schon mal mit diesem Syllabus der Fehler aufzeigen kann, wie falsch die Forderungen der römisch-katholischen Kirche sind, von der sie wahrscheinlich gar nicht mal wussten, dass es Forderungen ihrer Kirche sind, sie das aber aus ihrem ethischen Bewusstsein heraus, aus ihrem eigenen Moralempfinden heraus vielleicht doch ablehnen und sagen von, ja, aber das ist kein Fehler, so sollte es ja sein, dann fangen sie vielleicht mal an, sich mit ihrer Kirche auseinanderzusetzen. Das ist ein wenig mehr als zu sagen, ich glaube an Gott und ich glaube an Jesus Christus. Ja? Glaube ist viel mehr als das. Wobei es natürlich die Essenz ist, dass ich an den Vatergott Yahweh glaube und an seinen einzigen eingeborenen Sohn Jesus Christus, der ohne Sünde auf unserer Welt geboren wurde, für uns am Kreuz gestorben ist, 3 Tage tot war, auferstanden ist, aufgefahren zum Himmel und heute zur Rechten des Vaters auf seinem Throne im Himmel sitzt. Und zur Rechten, das heißt nicht, dass er jetzt rechts von ihm auf so einem Thron sitzt. Das könnt ihr euch vielleicht so vorstellen, aber das heißt, dass er eben alle Autorität vom Vater bekommen hat. Ja? Jesus Christus ist der Prokureur Gottes. Kann man vielleicht so in einfachen Worten mal sagen. Und diese Thesen, je mehr ich jetzt davon vorlese, vielleicht ist bei dem einen oder anderen sagt das von, oh, jetzt hat aber Klick gemacht bei mir. Das ist aber eine interessante These. Geht zu dem Link, sucht sie euch raus, schreibt sie euch selbst raus und gebraucht sie als Diskussionsthema, wenn ihr mit Leuten diskutiert, die meinen, dass die römisch-katholische Kirche wahres und gutes Christentum ist. So hat man schon mal einen Eintritt in eine Diskussion. Dafür ist das gar nicht mal so schlecht. Weil ihr werdet feststellen, dass die meisten Leute diesen Thesen nicht zustimmen. Das heißt, der Forderung des Papstes nicht zustimmen, dass diese Dinge so nicht passieren sollten, sondern dass sie sagen von, nee, so sollte es passieren. Die gesamte Leitung der öffentlichen Schulen, welche die Jugend irgendeines christlichen Staates unterrichtet wird, kann und muss der Staatsgewalt zugeteilt werden. Das werden die Leute beamen. Und der Papst verdammt eben dieses.
Und zwar so, dass kein Recht irgendeiner anderen Autorität, also die Kirche in diesem Fall, sich in die Schuldisziplin, in die Leitung der Studien, in die Verleihung der Grade und die Approbation der Lehrer zu mischen, weiter bestehe. Da sollten wir wirklich ein wenig Arbeit von machen und so ein paar Thesen rausschreiben und dann Leute damit konfrontieren und sagen von, ja, weißt du eigentlich, dass deine Kirche das befiehlt? Und dann fragen sie, wo steht das? Und dann sagst du, Syllabus Errorum publiziert von Antichrist, also das Antichrist kannst du weglassen, Papst Pius dem 9. 1864. Tja. Und dann kannst du ihnen sagen, das kannst du hier im Internet nachsuchen. Und weil der Papst 1870 in dogmatischen Fragen, wenn er sie von seinem Thron spricht, unfehlbar erklärt wurde, sind dies unfehlbare Aussagen. Und kann das nicht angefechtet werden? Oder kann das nicht angefochten werden? Und da hat man einen interessanten Ansatzpunkt, um mit Katholiken und anderen Menschen mal zu diskutieren. Auf einem weltlichen Niveau, was dann ganz leicht rübergeht ins Geistliche natürlich, ne? Aber gehen wir noch mal ein paar Thesen weiter. Wir fahren dann fort mit These 47. Die beste Staatseinrichtung erfordert, dass die Volksschulen, die den Kindern aller Volksklassen zugänglich sind und überhaupt alle öffentlichen Anstalten, die für den höheren wissenschaftlichen Unterricht und die Erziehung der Jugend bestimmt sind, jeglicher Autorität, Leitung und Einmischung der Kirche entzogen und der vollen Herrschaft der weltlichen und politischen Gewalt unterzogen seien, nach dem Belieben der Regierungen und nach Maßgabe der jeweiligen öffentlichen Meinung. Geht noch ein wenig weiter als These 45, ne? Ich lese es nochmal. Die beste Staatseinrichtung fordert, das ist halt vom Papst verworfen, dass die Volksschulen, die den Kindern aller Volksklassen zugänglich sind und überhaupt alle öffentlichen Anstalten, die für den höheren wissenschaftlichen Unterricht und die Erziehung der Jugend bestimmt sind, jeglicher Autorität, Leitung und Einmischung der Kirche entzogen und der vollen Herrschaft der weltlichen und politischen Gewalt unterzogen seien, nach dem Belieben der Regierungen und nach Maßgabe der jeweiligen öffentlichen Meinung. These 47. Interessant natürlich auch, dass wir hier lesen über die für den höheren wissenschaftlichen Unterricht und die Erziehung der Jugend bestimmt sind. Der höhere wissenschaftliche Unterricht. Der höhere wissenschaftliche Unterricht auf Basis der Wissenschaft dieser Welt, des Gnostizismus, nicht der Wissenschaft der Bibel. Das Problem ist, und das werden wir in vielen anderen Dingen auch immer wieder erkennen, erkennen wir in dieser Welt im Grunde tagtäglich, dass die Wissenschaft, die in dieser Welt vertreten ist, eine Wissenschaft ist, von der die Bibel sagt, Science so called, wie es im Englischen heißt, eine sogenannte Wissenschaft, eine Pseudowissenschaft, eine falsche Wissenschaft ist. Jetzt kann man sagen von, ja, Jörg, jetzt laberst du aber totaler Quatsch, weil deren ganzen Formeln und die ganzen Rechnungsweisen und diese ganzen Beweise, die sie vorlegen, das macht doch alles Sinn, ja? Also Beweise, die sie vorlegen, da komme ich dann erstmal mit dem Virusbeweis. Zeig mir doch mal bitte schön ein Virus. Wurde bis jetzt noch nie nach den Kochschen Postulaten identifiziert. Gibt es nicht. Zeigen sie einem nicht. Sie kommen dann immer mit Ausreden und anderen Erklärungen oder sowas, aber sie können es nicht zeigen. Die Wissenschaft, die wir haben in dieser Welt, hat halt das Problem, dass sie von einem total verkehrten Punkt ausgeht. Das ist genau wie die ganze heliozentristische Lehre. Da gehe ich ja in dem nächsten Buch drauf ein, wenn wir über die biblische Kosmologie sprechen. Da kannst du ja auch sagen, ja, die ganzen Forschungen, die da angestellt werden, die ganzen Dinge, die Teleskope zeigen und sowas, wie kann das denn alles, wenn die Erde und die ganze Schöpfung doch so ist, wie du sagst, also wie ich sage, wie es in der Bibel geschrieben steht, wie kann das denn dann? Weil man von einem falschen Punkt ausgeht. Und wenn ich von Punkt B weggehe, anstatt von Punkt A, dann komme ich auch irgendwo ganz anders an.
Ich lege ja nicht denselben Pfad ab. Ich mache direkt eine Abzweigung. Ich fange nicht bei A an, was korrekt wäre, weil es der Anfang ist. Ich fange bei B an, weil ich meinen eigenen Anfang mache. Und natürlich sind alle Folgefehler darin sind richtig. So viel, ich war in Mathematik in der Schule immer ganz, ganz schlecht, aber das eine habe ich begriffen. Wenn ich eine Gleichung, eine Formelberechnung habe, ich muss da irgendeine Gleichung machen, ich muss da irgendeine Berechnung machen, und ich baue am Anfang da einen Fehler an, mache aber die Berechnung weiterhin korrekt, schleppe den Fehler immer weiter mit. Ich bemerke ihn ja nicht. Ich weiß ja nicht, dass ich einen Fehler am Anfang hatte. Meine Berechnungsgrundlage ist falsch. Meine Berechnung ist richtig, weil die hält sich an die richtigen Schritte. Ja? Es macht alles richtig. Jeder zweite, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste Schritt, alles richtig, bis sie zum Ergebnis kommen. Das Ergebnis ist aber falsch, weil mein Ausgangspunkt falsch war. Und so ist es eben auch mit der Wissenschaft in dieser Welt. Der Ausgangspunkt ist von menschlichem Wissen, ist vom Gnostizismus, ist von der Ablehnung der Schöpfung, von der Ablehnung Gottes her. Und die weiteren Schritte mögen logisch durchgeführt sein, ja, aber sie führen zum verkehrten Ergebnis, weil der Beginn falsch ist. Wohingegen, wenn ich eine Wissenschaft habe, die ich basiere auf Kenntnis und den Wahrheiten der Bibel. Wenn ich eine Wissenschaft habe, wenn ich eine, ich sage jetzt mal, kann da ja auch nicht viel von, aber wenn ich jetzt mal eine Sternwarte aufrichte, die aber gebaut ist nach den Prinzipien, wie die Erde aufgebaut ist, wie die Bibel sie beschreibt, dann kann ich auch wunderbare Dinge sehen, nur ich sehe sie ganz anders, wie wenn ich das mit den Augen sehe, mit denen die Sternwarten hier bei uns jetzt sind, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Und das ist mit der ganzen Wissenschaft so. Es ist nur mal eben probiert, leicht zu erklären, wieso denn diese Wissenschaft uns so betrügen kann. Ja, weil die Schritte, die alle gemacht werden, logisch sind, nachvollziehbar sind und auch von anderen unabhängig nachvollzogen werden können, nachgerechnet werden können. Aber der Ausgangspunkt ist verkehrt. Und wenn ich den Ausgangspunkt ändere, dann habe ich auf einmal eine ganz andere Sichtweise darauf. Dann habe ich auf einmal eine ganz andere Wissenschaft. Und deswegen ist eben für die römisch-katholische Kirche auch so wichtig, dass sie eben ihren Griff hat auf die Bildungseinrichtungen. Von der Volksschule, die den Kindern aller Volksklassen zugänglich sind, bis zur höchsten Universität. Ja? Wie hier steht, die für den höheren wissenschaftlichen Unterricht und die Erziehung der Jugend bestimmt sind. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Wir werden nie verstehen, wie die Wissenschaft uns betrügen kann, wie die uns mit ihren Daten über das Erdzeitalter von Funden betrügen können, wie sie uns mit Daten betrügen können, über wie viele Lichtjahre jetzt die Sterne weg sind in einem immer weiter sich ausdehnenden Universum im heliozentrischen System. Das können wir alles nicht begreifen, wenn wir nicht die Wahrheit wissen und nicht wissen, von dass der Ausgangspunkt hier bereits total verkehrt ist. Da müssen wir darauf hinweisen. Und wenn wir das tun, dann verstehen wir Wissenschaft und dann verstehen wir die Wahrheit auch auf einmal auf eine ganz andere Art und Weise. Es ist alles gar nicht so schwer, der Mensch macht es nur so schwer. Die Menschen machen das kompliziert, dass wir, das einfache Volk, das eben nicht mehr begreifen können. Und wir brauchen dann die sogenannten Experten, um es uns zu erklären. Und dann sind sie genau da, wo sie wollen. Eine angenommene Autorität wird von uns akzeptiert und dann führen sie uns an der Nase rum. Ihr kennt ja das Bild von den Jesuiten, was ich immer in den modernen Kriegen zeige. Genau das haben wir dann. Okay, das war jetzt ein kleiner, aber ich denke ziemlich wichtiger Ausflug, auch wenn ich jetzt hier These 45 und 47 dazu als Basis gebraucht hatte. Aber lest sie euch halt nochmal durch und wie gesagt, macht euch von diesen Thesen etwas zu eigen und gebraucht das selbst als Diskussionsgrundlage, wenn ihr aus eurem sicheren Hause herauskommt, in die Welt geht und mit Menschen konfrontiert werdet, die mit Argumenten kommen, die nur Scheinargumente sind und kommt ihnen dann mit richtigen Argumenten und fragt sie mal, wie stehst du zu dieser These? Wie stehst du zu dieser These? Und dann werdet ihr hören,
dass die meisten Leute auf einmal gar nicht mehr so übereinstimmen mit der römisch-katholischen Kirche. These 48. Katholiken können jener Art von Jugenderziehung beistimmen, welche von dem katholischen Glauben und von der kirchlichen Autorität losgelöst sind. Ja? Also Katholiken können jener Art oder jeder Art von Jugenderziehung beistimmen, welche vom katholischen Glauben und der kirchlichen Autorität losgelöst sind und die nur die Kenntnis der natürlichen Dinge und die Zwecke des irdischen sozialen Lebens ausschließlich oder doch wenigstens an erster Stelle im Auge hat. Das wird hier verworfen. These 52 sagt, die Regierung kann aus eigenem Rechte das von der Kirche zur Prozessablegung, also das Gelübdeablegung, obwohl für Frauen als auch für Männer, sowohl für Frauen als auch für Männer vorgeschriebene Alter abändern und allen Ordensgenossenschaften vorschreiben, niemanden ohne ihre Erlaubnis zur Ablegung der feierlichen Gelübde zuzulassen. These 53. Die Gesetze, die den Schutz der religiösen Orden sowie ihre Rechte und Pflichten betreffen, also die Gesetze, die den Schutz und die Rechte und Pflichten der religiösen Orden betreffen, diese Gesetze sind abzuschaffen. Die staatliche Regierung kann selbst allen jenen Hilfe leisten, welche vom gewählten Ordensstande abfallen und ihre feierlichen Gelübde brechen wollen. Im Gleichen kann sie diese Ordensgesellschaften wie ferner die Kollegiatkirchen sowie die einfachen Benefizien, auch wenn sie dem Patronatsrecht unterstehen, gänzlich unterdrücken und deren Güter und Einkünfte der weltlichen Verwaltung und Verfügung unterstellen und überweisen. These 55. Die Kirche ist vom Staate und der Staat von der Kirche zu trennen. Trennung von Staat und Kirche. Das ist eins der Paradigmen einer sogenannten freien Gesellschaft. Das verdammt die Kirche natürlich. Staat und Kirche ist nicht zu trennen, sondern die Kirche hat dem Staat, der Staat hat der Kirche zu dienen und die Kirche ist autoritär über den Staat gestellt. Das fordert die Kirche. Deswegen ist die Kirche vom Staat und der Staat von der Kirche zu trennen eine zu verdammende These. These 67. Nach dem Naturrecht ist das Eheband nicht unauflöslich. Und in verschiedenen Fällen kann eine Ehescheidung im eigentlichen Sinn durch die weltliche Behörde rechtsgültig vollzogen werden. These 74. Ehesachen und Sponsalien, Entschuldigung, Ehevorbereitung, Verlöbnissachen und so weiter gehören ihrer Natur nach vor die weltliche Behörde. Ne? Also Ehesachen und Sponsalien, also Ehevorbereitung und Verlöbnissachen und solche Sachen, gehören ihrer Natur nach vor die weltliche Behörde, wird hier von der römisch-katholischen Kirche verdammt. Sie sagt, nein, das ist die Kirche, die sich mit Ehesachen und Sponsalien, also Ehevorbereitung, Verlöbnissachen und so weiter, beschäftigt und die das bestimmt, wie das zu gehen hat und nicht. These 77. In unserer Zeit ist es nicht mehr zweckmäßig, die katholische Religion als alleinige Staatsreligion mit Ausschluss aller anderen Kulte aufrechtzuerhalten. Ja, das ist doch mal interessant in These, ne? These 78. Es war daher gut getan, in gewissen katholischen Ländern den Einwanderern die öffentliche Ausübung ihres Kultus, welcher er immer sein möge, gesetzlich zu gestatten. Ende Zitat. Aus These 78. Nun, könnten diese Thesen nicht Sätze aus einem völkischen Staatsrecht zeitgemäßer Gedankenrichtung sein? Nein. Diese Thesen sind vor mehr als 65 bis 70 Jahren, zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Buches, vom Antichristen, also Papst, als Irrlehren verworfen worden. Und gelten heute noch demzufolge für alle Katholiken als unannehmbar. Der katholische Universitätsprofessor Dr. Franz Hainer in Freiburg im Breisgau betont in seiner großen Verteidigungsschrift des Syllabus,
Es sei für den Katholiken gar keine Frage, dass er sich der lehrenden Autorität des Oberhaupts der Kirche mit ganzem Herzen unterwerfe und deshalb auch den Syllabus als kirchliches Gesetz, als Norm des Wollens und Handelns in Gehorsam hinnehme. Lassen wir uns diesen Satz einmal eben auf der Zunge zergehen. Der katholische Universitätsprofessor Dr. Franz Heiner in Freiburg betont in seiner großen Verteidigungsschrift des Syllabus, also er steht vollkommen hinter dem Papst, wenn er diese Thesen alle verdammt. Es sei für den Katholiken überhaupt gar keine Frage, dass er sich der lehrenden Autorität des Oberhaupts der Kirche mit ganzem Herzen unterwerfe und deshalb auch den Syllabus als kirchliches Gesetz, als Form des Norm des Wollens und Handelns in Gehorsam hinnehme. Das sei für den Katholiken überhaupt gar keine Frage. Wenn du in der römisch-katholischen Kirche getauft bist und ein Mitglied von ihr bist, dann musst du all ihre Dogmen und Lehrsätze ohne mit der Wimper zu zucken, ohne geistige Vorbehalte, ohne eigene Meinung, ohne eigene Moral, ohne eigene Ethik annehmen. Du musst danach handeln und du musst dem gehorsamen. Dann fährt der katholische Gelehrte fort, Zitat: Wir verurteilen die Irrtümer, welche du, das heißt der Papst, wir verurteilen die Irrtümer, welche der Papst verurteilt hat. Wir verabscheuen und verwerfen die neuen und fremden Lehren, welche zum Schaden der Kirche da und dort verbreitet werden. Wir missbilligen und verdammen die Sakrilegien, Räubereien, Verletzungen der kirchlichen Freiheit und anderen Schandtaten, welche gegen die Kirche und den Stuhl Petri begangen worden sind. Hat der Papst formell seine Absicht kundgegeben, die Untertanen binden zu wollen, so kann uns nichts in der Welt abhalten, Gehorsam zu leisten. Denn dann hat derjenige gesprochen, dem Christus das höchste Lehramt in der Kirche übertragen hat. Wer euch hört, hört mich. Der Syllabus ist für jeden Katholiken eine im Gewissen absolut bindende Norm, deren Befolgung stets und unter allen Umständen für ihn geboten, deren Außerachtlassung für ihn Sünde ist. So steht es von dem Professor hier geschrieben. Zur Verteidigung des Syllabus. Hundertprozentige Zustimmung. Im Katholiken jeden Staates werden völkisches Bewusstsein, Denken und Freiheitswillen systematisch verdrängt durch den blinden Gehorsam gegen Kirche und Papst. Und natürlich nicht zu vergessen, alle dem Papst unterstellten Kleriker bis runter zum Priester. Also Gehorsamkeit dem Priester gegenüber. Erst wenn er völlig Sklave der römischen Lehre geworden ist, wenn er sein eigenes Empfinden ganz und gar unterdrückt hat, dann erst ist der Katholik, zwischen Anführungszeichen, richtig. Um dieses Ziel zu erreichen, schickt man ein Heer von Priestern aus, die römische Lehre unentwegt einzupauken, wenn die Form sich auch bisweilen recht sonderbar gestaltet. So schreibt in der Schildwache vom 3. Januar 1931 der Pfarrer Robert Mäder aus Basel, Zitat: Gott ist katholisch und seine Reichspolitik ist katholisch im umfassendsten und zugleich ausschließlichsten Sinn des Wortes. Gott denkt nichts anderes. Gott tut nichts anderes. Die göttliche Weltregierung ist Rom im Mittelpunkt. Die göttliche Weltregierung ist romazentrisch, wie sie theozentrisch, Gott im Mittelpunkt, und christozentrisch, Christus im Mittelpunkt ist. Rom, das heißt der Papst, ja, der Papst, der Antichrist, steht immer stellvertretend für die Stadt Rom. Rom ist für Gott der Mittelpunkt der Welt und der Mittelpunkt der Weltregierung. So hätten sie es gerne, ja.
Nicht, als ob sich Gott nicht um jeden Menschen mit Liebe annehme, der außerhalb der Kirche ist, auch um den Ungläubigen, den Irrenden, den Sünder. Aber Gott betrachtet, führt und leitet jede Seele und alle Vorkommnisse unter dem Gesichtspunkt ihrer Einstellung für oder gegen sein Reich, die katholische Kirche, den fortlebenden Christus. Gott regiert romazentrisch. Es gibt Zeiten, wo diese göttliche Reichspolitik in geheimnisvolles Dunkel gehüllt ist. Ende Zitat. Nun, mir wurde jetzt ganz schlecht bei dem Lesen gerade eben. Aus dem einfachen Grunde, weil wir hier den Papst als Gott einsetzen. Ja, so machen die Katholiken das ja. Bei ihnen ist ja der Papst der Stellvertreter Gottes auf Erden. Rom, das heißt der Papst, ist für Gott der Mittelpunkt der Welt. Aber das ist nicht unser Jahwe-Gott, der die Welt geschaffen hat, sondern das ist der Gott dieser Weltzeit, der Herrscher der Lüfte, der Prinz der Lüfte. Das muss man verstehen. Deswegen lese ich den Absatz gerne nochmal, bitte mit dem richtigen Verständnis, gut zuhören. Rom, oder mit anderen Worten, der Papst. Der Papst ist für Gott der Mittelpunkt der Welt und der Mittelpunkt der Weltregierung. Das wurde hier geschrieben in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Weltregierung. Eine Weltregierung. Nicht, als ob sich Gott nicht um jeden Menschen mit Liebe annehme, der außerhalb der Kirche ist, auch um den Ungläubigen, Irrenden, den Sünder. Aber Gott betrachtet, führt und leitet jede Seele und alle Vorkommnisse unter dem Gesichtspunkt ihrer Einstellung für oder gegen sein Reich, die katholische Kirche, den fortlebenden Christus. Also hier wird die katholische Kirche zum Königreich Gottes erklärt. Gott regiert romazentrisch. Es gibt Zeiten, wo diese göttliche Reichspolitik in geheimnisvolles Dunkel gehüllt ist. Weiter im Buch steht, bei dieser Geisteshaltung ist jede Verständigung mit völkischen Menschen einfach ausgeschlossen. Und das ist auch der ganze Zweck. Das soll so sein. Volksverbundenheit in einem Staat stört die Kreise Roms. Ein Teil des Volkes wenigstens muss so beeinflusst und erzogen werden, dass er zunächst rettungslos romhörig und dann vielleicht noch staatstreu im Konfliktsfalle zwischen Kirche und Staat, aber unbedingt romtreu gegen das eigene Vaterland ist. So wagte doch eben erst in dem treu katholischen Polen der Erzbischof von Krakau, Fürst Sapieha, den polnischen Nationalhelden, jetzt kann ich den Namen hier nicht lesen, Pilsudski auf das Gröblichste zu beleidigen. Also, so wagte doch eben erst in dem treu katholischen Polen der Erzbischof von Krakau, den polnischen Nationalhelden auf das Gröblichste zu beleidigen. So wird Volksgemeinschaft verhindert oder zerstört durch die Würde göttlichen Priestertums. Das müsste man zwischen Anführungszeichen setzen, weil das Priestertum der römisch-katholischen Kirche ist nicht göttlich. Über diese knechtische Gesinnung Rom gegenüber auf der einen oder und über die schamlose Haltung dem Vaterlande gegenüber auf der anderen Seite geben die deutschen Katholikentage erschütternd klaren Ausschluss. Auf dem deutschen Katholikentage von 1892 wird hier skandiert, Zitat, nicht bloß die Gleichstellung, wir haben das Recht der Erstgeburt in Deutschland. 1892. Protestantisches aus Berlin geleitetes Deutschland, behaupten die Menschen auf dem Deutschen Katholikentage, wir haben das Recht der Erstgeburt in Deutschland. Wir sind also nicht gleich, sondern wir sind
gleicher als gleich. Wir sind über denen, mit denen wir eigentlich gleich sind. Das nächste Zitat, ebenfalls von 1876, Entschuldigung. Es liegt uns daran, die Anerkennung der alleinigen Berechtigung der römisch-katholischen Kirche in Deutschland wieder herbeizuführen. Ja, das war ja auch mit der Gründung des Reiches 1871, kurz nach dem Jesuitengesetz 1872 und einem regelrechten Verbot gegen die Katholiken verständlich, dass sie hier auf dem Deutschen Katholikentage 1876 eine solche Forderung aussprechen. Das nächste kommt dann doch wieder aus 1892, deswegen habe ich es gerade wirklich gesehen. Also aus demselben Jahr, wo nicht bloß die Gleichstellung, wir haben das Recht der Erstgeburt in Deutschland, aus demselben Jahr, aus demselben katholischen Katholikentag kommt es geschallt. Sollte es wirklich wahr sein, dass irgendwie der Dienst des Staates unverträglich mit der Treue gegen Religion und Kirche, und zwar in Theorie und Praxis ist, dann wäre es ein Anzeichen, ja, ein deutlicher Beweis dafür, dass in einem solchen Staat die rechte Ordnung nicht herrscht. Ende Zitat. Deutscher Katholikentag 1875. Durch nichts vermag sich eine Regierung der gläubigen Katholiken mehr zu versichern, als indem man die auf das Gewissen sich beziehende Anordnung der für uns allein maßgebenden Autorität, das heißt dem Papst, zur Sanktion unterbreitet. Ja? Nochmal. Durch nichts vermag sich eine Regierung der gläubigen Katholiken mehr zu versichern, als indem man die auf das Gewissen sich beziehenden Anordnungen der für uns allein maßgebenden Autorität, das heißt dem Papst, zur Sanktion unterbreitet. Aus 1853 klingt es, katholische Geistliche und Kleriker sollen allein von dem Bischof gerichtet werden können. Da hatten wir es ja schon mal darüber, ja, über die Gerichtsbarkeit. Ne? Die Generalversammlung, so sagt der Deutsche Katholikentag 1885, die Generalversammlung hält unerschütterlich fest an der durch göttliches und menschliches Recht begründeten Forderung, dass die Rechtsprechung über Geistliche ungehindert und ausschließlich von den Bischöfen ausgeübt werde. Aus 1884 lesen wir das folgende Zitat. Wir wollen einen Klerus haben, der erzogen ist, wie die Kirche es will, nach den Grundsätzen der Kirche, so dass er in seiner späteren Stellung sich wohl bewusst ist, dass er ein Diener der Kirche und nicht ein Diener des Staates ist. Und füge ich hinzu, kein Diener Gottes ist, durch einen Klerus zu haben, der nicht nach den Grundsätzen der Kirche, sondern den Grundsätzen der Bibel erzogen wurde, das wollen sie nicht. Kommen den Katholiken nicht damit, dass du die Maßstäbe der Bibel ansetzt. Im Jahr 1900 sagt der Deutsche Allgemeine Katholikentag, Zitat, die heilige Kirche muss uns teurer sein als das irdische Vaterland. Also, da muss man sich doch langsam mal fragen, wenn die solche Aussprachen tun, dann geben sie doch ganz offen zu, dass ihr Vaterland Rom ist und nicht Deutschland. Und das gilt jetzt für alle Länder. Ich meine, das ist gesagt auf dem Deutschen Katholikentag, aber ich gehe mal davon aus, dass es bei anderen Katholikentagen oder in anderen Ländern unter den Katholiken auch so gilt. Die heilige, zwischen Anführungszeichen römisch-katholische Kirche, muss uns teurer sein als das irdische Vaterland. Alles für die Kirche, alles zur größeren Ehre Gottes, ad majorem Dei gloriam. Wir sind alle Jesuiten, fällt mir dazu ein. 1849 hieß es, wir singen nicht, was ist des deutschen Vaterland? Wir singen, was ist des Katholiken Vaterland?
Und das kennt keine Grenzen. Mit anderen Worten, das ist die ganze Welt. Wir haben noch ein höheres Vaterland. Und das ist unsere heilige Kirche. So brüstet sich der Dekan Dr. Hammer auf dem Katholikentag des Jahres 1898. Nicht allzu lange vorher hatte dieser beliebte Katholikentagesredner seine patriotischen Gedanken in dem Buche Der wahre und falsche Patriotismus niedergelegt. Dasselbe erschien 1895 zu Paderborn in der Bonifatius-Druckerei. Der sogenannte Kulturkampf war damals schon längst zu Ende, 1898. Und die Berücksichtigung ultramontaner Wünsche seitens der Regierung hatte Formen angenommen, die viele deutsche Männer erschreckte. Herrn Hammer aber genügte der Rückzug des Staates vor der Kirche so wenig, dass er seine patriotischen Empfindungen in folgender allgemein verständlicher Weise bezeugte. Und hier machen wir dann jetzt, auch wenn es weh tut, ein Ende. Weil wir haben nur noch, ich glaube, 4, 5 Seiten, bis das Buch zu Ende geht. Wir sind bei gut 50 Minuten und ich denke, mit dem, was der Dr. Hammer hier sagt, das ist ja wirklich der Hammer. Kleines Gedankenspiel hier. Ja. Was der hier sagt und was er ja in seinem Buch Der wahre und falsche Patriotismus niedergelegt hat, ja, der Dekan Dr. Hammer, das werden wir uns nächstes Mal, da werden wir uns nächstes Mal bei der nächsten Sendung mit beschäftigen. Und dann kommen wir auch zum Schluss dieses Buches, zur Schlussfolgerung und vielleicht noch einigen schließenden Kommentaren von mir. Ich glaube, hauptsächlich auf den Syllabus der Fehler bezogen, war das diesmal eine sehr, sehr wichtige Sendung. Wir haben dann auch noch eben die Aussagen der verschiedenen allgemeinen deutschen Katholikentage gehabt aus dem 19. Jahrhundert. Lassen wir jetzt mal eben 1900 selbst weg, das wäre dann ja 1901 beginnt ja erst das 20. Jahrhundert, also alles aus dem 19. Jahrhundert. Diese verschiedenen Aussagen, die wir hier gelesen haben, die könnt ihr alle nachlesen in dem Buch auf Seite 8, auf Seite 76. Und dann die ganzen Thesen, wo wir ausführlich drüber gesprochen haben. Das ist genug. Ich finde jetzt, dass wir ab der Aussage, wir haben noch ein höheres Vaterland und das ist unsere heilige Kirche. So brüstet sich der Dekan Dr. Hammer auf dem Katholikentag des Jahres 1898, dass wir damit in die Schlussphase dieses Buches in der nächsten und der letzten Lesung dann gehen werden und uns das dann nochmal ganz intensiv anschauen werden, wie die Priestervergötzung und Volksgemeinschaft hier von dem Andreas Thiel dargestellt aus romkirchlichen Archiven uns erklärt wird und dass wir die Denkweise der Kirche verstehen und verstehen müssen, weil wenn wir die Denkweise der Kirche nicht verstehen, dann wissen wir ja gar nicht, was die von uns wollen. Und die wollen ein Ding über uns haben: Autorität. Aber Autorität, wirkliche Autorität über uns hat nur unser Vater, der uns geschaffen hat. Aber den ersetzen sie. Und das ist im Grunde der ganze Casus Knactus. Den wahren Vater nehmen und ersetzen mit dem Vater in Rom. Den wahren Sohn Jesus Christus nehmen und ersetzen durch einen Priester in einer Kirche, der sich vortut als solcher. Und dann in geheimnisvollen lateinischen Hokuspokus-Worten ruft: Hoc est corpus enim meum, um ein Gedenken an unseren Herrn zu verändern in ein Opferritual, das das einzige Opfer, das Jesus Christus vor 2000 Jahren gebracht hat, total ablehnt, verneint, negiert. Das ist die römisch-katholische Kirche. Und der Dekan Dr. Hammer sagt, wir haben noch ein höheres Vaterland. Und das ist unsere heilige Kirche. Mit diesem Dr. Hammer fahren wir nächstes Mal fort zur Schlusslesung des Buches Priestervergötzung und Volksgemeinschaft. Für heute möchte ich mich bedanken für eure Treue, für euer Zuhören, auch für eure Kommentare. Und ich hoffe, dass ihr diese Videos weit verbreitet und dass ihr euch den Syllabus der Fehler gut anschaut und euch da Thesen rauszieht, entweder welche, die ich heute vorgelesen habe oder welche, die ihr selbst raussucht. Ihr findet ja den ganzen
So, da bloß der Fehler auf dem Internet. Schreibt euch da ein paar raus. Macht euch da Notizen zu. Nehmt eventuell die Bibel dabei und haltet diese Thesen gegen die Bibel und sagt dann, schaut, das ist, was die Kirche sagt, das ist, was die Bibel sagt. Und geht damit in Diskussionen auf die Straße. Das ist eine wirkliche Demonstration für Gott. Das ist wirklich Jahwe bezeugen und Jesus Christus bezeugen vor den Menschen. Und Jesus Christus hat ja gesagt, wer mich bezeugt vor den Menschen, den bezeuge ich vor dem Vater. Lest eure Bibel, bis zum nächsten Mal. Shalom, Maranatha.